Manager Alex und Reiseleiter Bernd entdecken Neuland. Was da jetzt direkt dahinter steckt, das wissen wir beide noch nicht. Für Iris und Thorsten öffnen sich die Türen der andalusischen Hofreitschule. Wir konnten da eben hinter die Kulissen blicken und mal in die Sattelkammer sogar rein, so das Heiligtum. Und Ahnungslosigkeit bei den Küchenpraktikanten. Sie üben sich in Kräuterkunde. Dill? Fenchel. In den frühen Morgenstunden, noch vor Sonnenaufgang, erreicht die Grand Lady die Küste von Mallorca. Der örtliche Lotse kommt an Bord und bespricht mit Kapitän Morten Hansen das Anlegemanöver für den Hafen von Palma. Wir haben entschieden, dass der Staffkapitän macht den Job heute auch. Und jetzt fahren wir rein in den Hafen. Wir drehen in den Hafenbecken und Backbord fest zum Kaiplatz heute. Ein ganz schöner Hafen und jeden Deutsche kennt sie Palmstadt. So. Der ist keine unbekannte Ziel, glaube ich, für die Deutschen. Bevor Staffkapitän Bojan Malew die Grand Lady im Hafen von Palma anlegen kann, muss er noch einem anderen Schiff die Vorfahrt gewähren. Ja, wie man sieht, die Fähren haben Vorrang. Und das ist die Fähre von Valencia und die hat Priorität rein in den Hafen. Nachdem die Fähre vorbei ist, darf der bulgarische Staffkapitän aber endlich loslegen mit Anlegen. Solche Manöver sollen ihm die nötige Routine geben, damit er eines Tages selbst als Kapitän ein Schiff führen kann. Aber nur Übung macht den Meister. Und da ist auch Bojan Malew nicht vom Himmel gefallen. Kapitän Hansen muss doch noch mal selbst eingreifen, damit das Manöver gut über die Bühne geht. Ja, heute ist eigentlich nicht so 100% gegangen, wegen erst mit dieser Fähre da. Und dann Lotse war nicht so 100% sicher, ob man warten oder reingehen. Und dann der Staffkapitän war nicht so 100% zufrieden mit seinem Manöver. Aber das ist so in Leben auch manchmal. Zeit für die Borddurchsage. Der stellvertretende Kreuzfahrtdirektor Jörn Hofer spricht zu den Gästen. Buenos dias, señoras y señores. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. MSA Tania hat sich festgemacht im Hafen von Palma de Mallorca. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt. In der Show-Lounge sammeln sich die Gäste für die Tagesausflüge. Reiseleiter Bernd verteilt sie von hier auf die Busse. Aber im Gegensatz zu sonst ist eher wenig los. Also heute ist tatsächlich ein etwas ruhiger Tag. Die meisten Gäste kennen schon die Insel, die buchen keine Ausflüge mehr. Die gehen einfach privat raus und das bietet sich auch hier sehr gut an, weil alles sehr gut per Taxi oder sogar zu Fuß erreichbar ist. Wir haben heute nur 5 Busse, die auf Ausflug gehen. Ansonsten haben wir immer zwischen 20 und 30 Busse. Bernd kann an seinem letzten Arbeitstag eine ruhige Kugel schieben. Das geht jetzt hier das Ganze eine knappe Stunde und dann habe ich auch noch 2-3 Stunden am Vormittag mal kurz frei. Und ja, ich wollte noch mal ein paar Schritte rausgehen vor die Tür und der Christian hat auch gleich Dienstschluss und wir wollen dann mal ein bisschen zusammen noch mal über die Insel gehen. Mallorca wird wegen seiner Beliebtheit bei den Deutschen auch oft als 17. Bundesland bezeichnet. 800.000 Menschen leben hier, die Hälfte davon in Palma. Von den Römern 123 vor Christus gegründet, ist die Inselhauptstadt heute das wirtschaftliche und touristische Herzstück Mallorcas. Über 14 Millionen Touristen kommen im Jahr hierher und jeder Urlaub beginnt in Palma. Entweder am Flughafen oder im Kreuzfahrtterminal, wo jährlich 1,5 Millionen Menschen von Bord gehen. So wie heute Iris und Thorsten. Ja, ich war, glaube ich, schon gefühlte 10 bis 12 Mal auf Mallorca. Ich kenne das natürlich auch so ein bisschen auf Palma und weiß, dass es eine ganz nette Stadt ist, tolle Altstadt, Kathedrale, da kann man schön einkaufen und ein bisschen flanieren und Kaffee trinken.
Die beiden haben sich vor 13 Tagen in der Karibik das Ja-Wort gegeben. Morgen endet ihre Kreuzfahrt in Marseille. Sie nutzen ihren letzten Tag für einen Spaziergang durch die Altstadt von Palma. Seit über 100 Jahren von Kriegen und Plünderungen verschont, zählt sie zu den größten und besterhaltenen in Europa. Es ist noch sehr leer, es ist noch sehr früh. Ich glaube, die Mallorquiner sind keine Frühaufsteher. Geschäfte machen erst in einer halben Stunde auf. Ja, wir vertrödeln uns jetzt ein bisschen die Zeit hier noch im Café, bis dann so der ein oder andere Shop auf hat, damit wir noch ein bisschen einkaufen, ein bisschen bummeln können. Zeit für die beiden, bei Café Con Leche ein erstes Resümee ihrer Reise zu ziehen. Es ist schon so, dass wir also gar nicht wussten, wie verhält man sich denn auf so einem Schiff, was macht man, wie läuft überhaupt alles ab. Jetzt ist es irgendwie so, ja, hat sich irgendwie alles total eingespielt. Jeden Morgen trifft man die gleichen Leute, frühstückt mit denen. Es ist irgendwie, ja, wie als wenn man in so einem kleinen Dorf ist, wo man sich so morgens so zum Frühstück Kaffee oder so trifft. Das zeigt ja auch, dass wir eine schöne Zeit hatten und dass man auch ein bisschen Sympathie versprüht. Iris und Thorsten sind seit 3 Jahren ein Paar und haben sich auf dieser Kreuzfahrt einen Traum erfüllt. Klar, was ein besonderer Eindruck war, ist eben unsere Hochzeit auch gewesen. Da haben sich die Leute so viel Mühe gemacht und ganz viele Gratulationen danach. Die Leute haben mitgefiebert, die Leute haben das vom Schiff aus beobachtet. Das haben wir gestern noch gehört und Fotos gemacht. Und das war total süß, auch noch mal zu hören. Die Hochzeit auf Guadeloupe war der absolute Höhepunkt ihrer Reise und wird für die beiden immer unvergesslich bleiben. Vor karibischer Traumkulisse wurden sie von Kapitän Morten Hansen in den Hafen der Ehe geführt. Dann segne ich euch vor dieser Gemeinde alles, alles Liebe. Vielen Dank. So stehen die darf die Braut küssen. Moments of Love. Romantischer hätte dieser Augenblick für Iris und Thorsten nicht sein können. Ihr Wunsch nach einer Traumhochzeit ging 100%ig in Erfüllung. Die Erinnerungen daran werden sie ewig begleiten. An Bord in der Schreinerei erfüllt Praktikantin Johanna gerade einen Wunsch des Kreuzfahrtdirektors. Thomas Gleis hätte gerne ein schiffseigenes Bushaltestellenschild. Mit der ersten Version war er noch nicht zufrieden. Johanna musste noch mal von vorne anfangen. Ja, wir kommen auf jeden Fall gut vorwärts. Wir haben noch mal das ganze Schiff neu gemacht, eine neue Stange gefunden und eine neue Idee, wie wir es dann zusammenstecken. Und jetzt muss es halt nur noch trocknen. Das ist eigentlich so, was am längsten auffällt, weil wir es öfter streichen müssen und jetzt auch von beiden Seiten streichen müssen. Deswegen ist das ziemlich zeitaufwendig mit der Farbe. Die trocknet leider sehr langsam. Das erste Schild war zu kurz und nicht stabil genug. Außerdem war der Schriftzug nur auf einer Seite zu lesen. Diese Probleme hat Johanna alle gelöst. Also den Ständer, den haben wir gleich gelassen mit dem Fuß. Da haben wir jetzt noch mal einen zweiten großen Kreis ausgeschnitten. Der ist genauso groß. Der hängt da drüben. Und da haben wir ein Loch eingeschnitten für eine Metallplatte. Die ist genauso groß. Die schrauben wir dann unten dran für das Gewicht. Das ist hell. Und wir haben eine neue Stange gefunden, die länger ist. Also die ist ja auch größer hier als der Rahmen, deswegen kann ich sie jetzt gar nicht dranstecken, nur schräg. Und haben wir hier eingeschnitten und da kommt dann das Schild dran und das schrauben wir dann fest. Und dann kann man das Schild von beiden Seiten sehen und ich denke, das ist dann auch ganz stabil. Die Kathedrale von Palma ist das Ziel von Familie Aschenbrenner. Auch für das fünfköpfige Kleeblatt endet morgen die Reise. Da ist der Besuch der prächtigen Kirche ein schöner Abschluss. Der spanische König Jaume I. legte 1230 den Grundstein, nachdem er auf Mallorca von einem Sturm überrascht worden war und die Jungfrau Maria um Hilfe gebeten hatte. Also die Kirche wirkt auf mich gigantisch. Also mir zu Hause gehen wir natürlich regelmäßig in die Kirche, aber unsere Kirche ist überhaupt kein Vergleich nicht zu dem, zu der Kathedrale da drin. Also das ist schon mords beeindruckend. 1587 wurde der Schlussstein gelegt und der Bau des Kirchenschiffs vollendet, wobei das Gesamtbauwerk erst im 19. Jahrhundert fertiggestellt wurde. Die Aschenbrenners sind von dem Kirchenbau beeindruckt. Ja, also wir sind schon in die Gemeinde sehr eingebunden. Da haben sie das Lektor und Kinder haben alle drei ministriert. Also das Simon und ich, wir leiten heute Jugendgruppenstunden und bilden da die neuen Ministranten aus und kümmern wir uns da ein bisschen um die Kinder. Das Hauptschiff der Kathedrale ist mit 44 Metern Höhe eines der höchsten in Europa.
Also ich finde die Kirche total beeindruckend, weil die auch so hoch ist und so riesig. Und ich finde die Fenster total schön, weil die so mit Buntglas gemacht sind. Nur den Altarraum mit dem ganzen Geschnörkel und so, das finde ich ein bisschen übertrieben. Das da die Aussehen. Ich brauche das nicht. Ihre Eltern gönnen sich einen Moment der inneren Einkehr und blicken auf ihre gemeinsame Vergangenheit. Wir haben gestern unseren 28. Jahrestag gehabt, an dem wir uns kennengelernt haben. Und ich meine, als Paar, dass man dann nach 28 Jahren nur mal dermaßen intensiv das alles durchlebt, also es war schon gigantisch. Ohne Probleme durchlebt. Nein, es war eine schöne Zeit, geschenkte Zeit, also super. Zu zweit und Herr Nachbar und zu fünft. Genau, und zu fünft, mit den Kindern auch. Also es ist super. Während die beiden diesen glücklichen Moment genießen, machen sich an Bord der Grand Lady Kapitän Morten Hansen und Schiffsdoc Winnie Koller auf zur letzten gemeinsamen Fahrertour auf dieser Reise. Da stehen sie, unsere Ferraris. Gut mit Luft gefüllt. Ja, passt schon. Na, dann gehen wir's an. Im Laufe der 96-tägigen Kreuzfahrt waren die beiden regelmäßig mit ihren Rädern unterwegs. Egal ob in Süd- und Mittelamerika oder in der Karibik. Heute als Abschluss radeln sie noch einmal rund um Palma. Und sie sind bei weitem nicht die einzigen Pedalhelden. Diese ruhige Stimmung, Samstag in der Früh her. Und ja, Temperatur ist angenehm zum Fahrradfahren. So, hier kommen die Profis auch dabei. So ist viele unterwegs mit Fahrrad, wie man sieht. Ja, wir machen heute keinen sportlichen Ausflug, wir machen heute ein regeneratives Radfahren. Ja. Bisschen Ratschen dazwischen, die schöne Stadt bewundern. Ja. Mallorca ist ein Eldorado für Fahrradfahrer. Vor allem im Frühling strömen Zehntausende auf die Insel. Egal ob Profis, die sich auf große Rennen vorbereiten, oder Hobbyradler, die einfach nur die abwechslungsreiche Landschaft genießen. Oder zwei alte Seebären, die erstmal im nächsten Café Platz nehmen. Deine fantastische Apps. Wie viele Kilometer kommst du zusammen? Also wenn ich jetzt so schaue, Februar, März sind es insgesamt ja, fast 500. 500 Kilometer? Ja. Du bist visionarisch. Ich liebe es, mit dem Rad halt einfach rauszugehen, ein bisschen frische Luft. Man kann auch mal alleine sein, nachdem man auf dem Schiff ja doch sehr auf engem Raum immer mit Leuten umgeben ist, liebe ich das halt auch mal, dann allein in der Natur zu sein. Für mich ist Erholung pur auf meinem Fahrrad. Ich bin ein paar Stunden weg vom Schiff und wenn ich komme zurück, ein bisschen müde und regeneriert und dann könnte alles passieren. Aber das bedeutet mir unglaublich viel. Ja, Wir haben sicher viele schöne Fahrradausflüge vor uns auch. Ja. Wir haben nur ein paar Jahre noch. Ein paar Jahre haben wir noch, genau. Wir sind ja noch jung. Ja. Und bevor es weitergeht, trinken die beiden Youngsters erst noch ganz in Ruhe ihren Kaffee. Weniger besinnlich geht es in der Bordküche der Grand Lady zu, wo die noch jüngere Elisabeth an ihrem letzten Praktikumstag in der heißen Küche eingeteilt ist. Unter dem Kommando von Küchenchef Sebastian Knieder geht es heute noch mal hoch her. Zum Abschluss der Kreuzfahrt steht heute Abend das Gala-Dinner auf dem Programm. Es ist der letzte Tag, der richtig wo noch hier was los ist in der Küche mit Gala-Abend, Essen, alles. Und ich habe gefragt, ob sie hochkommen möchte. Noch mal mitmachen, ein bisschen schauen, was wir so machen. Hat sie gesagt, gerne. Und macht ihr viel Spaß, ist überall am Rumfliegen. Und ja, ist schön. Schöner Abschluss, glaube ich, für sie. Seit über 3 Monaten arbeitet die 19-jährige Elisabeth jetzt schon in der Bordküche. Morgen geht es zurück nach Hause, ins bayerische Miesbach. Also die Zeit hier auf dem Schiff hat auf jeden Fall sehr viel gebracht. Ich bin selbstbewusster geworden. Ich habe neue Kollegen kennengelernt, das Arbeiten. Ich habe auch neue Sachen am Backen oder auch am Kochen neue Sachen gelernt. Also wenn ich zurückdenke, am Anfang war ich so das kleine Mädchen und jetzt rede ich halt jeden blöd von der Seite an, wenn es sein muss, weil es mir halt auch eigentlich eher mir egal ist. Und es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Ihrem Praktikumskollegen Andreas geht es da ähnlich, wobei der 18-Jährige beinahe nur halb so lang wie Elisabeth an Bord ist. Auch der Pfaffenhofner verlässt morgen das Schiff und darf endlich wieder nach Hause. Aber deshalb muss man doch nicht gleich weinen.
Abschiedsrennen sind es jetzt noch nicht. Die Zwiebel ist noch so scharf. Ach, Wahnsinn. Ich freue mich jetzt wirklich tierisch auf daheim. Und ich bin's auch, ich bin auch am Sonntag, wenn ich gehe, ein bisschen schade, also ein bisschen traurig, dass ich jetzt gehe und die alle, die Verrückten in der Küche jetzt, sag ich mal, verlassen muss. Und ja, aber so bin ich jetzt froh, dass ich wieder heimkomme zu meiner Familie. Daheim ist halt doch was Besonderes. Nicht umsonst sagen die Bayern, daheim ist daheim. Nach fast 3 Wochen endet morgen auch die Kreuzfahrt von Thorsten und Iris. Eine Zeit, in der die beiden neben ihrer Hochzeit viel erleben konnten, aber auch einige Bedenken über Bord geworfen haben. Iris hatte ja so ein bisschen Skepsis, auch Angst, gerade was das Thema Wasser betrifft und Tiefe. Und ist das Schiff überhaupt was für sie? Und wir hatten ja auch, Gott sei Dank, auch keinen großen Seegang. Ja, da bin ich happy, weil das hätten wir, glaube ich, auch nicht miterleben wollen. Ne, und da bin ich echt stolz auf sie, dass sie auch so gut durchgehalten hat. Und gerade beim Delfinschwimmen, da musste sie ja wirklich auch mal ins tiefe Wasser raus. Und da habe ich gemerkt, dass sie eigentlich da fast nicht wollte. Aber habe ich gesagt, komm, mach das jetzt, ist die Chance da. Das hat sie ja super gemacht. Ja. Es war irgendwie so ein dunkles, nicht durchsichtiges Wasser. Ja, das hat mich schon so ein bisschen Überwindung gekostet, da rauszuschwimmen. Ich war auf der einen Seite sehr froh, dass es dann irgendwie vorbei war. Und auf der anderen Seite fand ich es natürlich auch schön. Aber es war für mich schon ein komisches Gefühl auch. Iris ist glücklich, dass sie auf dieser Reise persönliche Grenzen überwunden hat. Auf Deck 2 im Crewbereich möchte Elisabeth etwas loswerden. Nämlich ihre langen Haare. Bordfriseurin Chiara hat die Schere schon gewetzt. Bereit? Ja, bereit. Sicher? Ja. Das Schiff vorbei. Das war's der Weg. Schon lange hat Elisabeth mit dieser Idee gespielt. Das finde ich super. Ich habe ja in meiner ersten Woche gesagt, ich schneide mir meine Haare in meiner letzten Woche ab. Und da ich ja morgen nach Hause fliege, habe ich die Chiara gefragt, ob sie mir die Haare schneidet. Und ja, jetzt schneide ich mir meine Haare ab. Auch eine Art, sich nach 96 Tagen Praktikum an Bord zu verabschieden. Wobei ihr noch immer nicht ganz wohl dabei ist und sie mit ihrer Entscheidung hadert. Eigentlich, ich schneide mir meine Haare immer gerne ab, aber ich habe auch extrem gern lange Haare. Das ist das Problem. Und ich weine dann beim Haareschneiden immer ein bisschen leidig. Aber danach bin ich dann immer froh, wenn ich sie abgeschnitten habe. In der Show-Lounge läuft die Probe für die heutige Abschiedsvorstellung. Doch es hapert noch am gemeinsamen Abgang. Entertainment-Manager Alex bleibt aber optimistisch. Die Farewell-Show ist für uns immer was ganz Besonderes, weil da alle Künstler der Reise noch mal zusammenkommen, gemeinsam etwas machen und zum Schluss sich verabschieden. Das ist immer sehr wuselig. Wir haben relativ wenig Zeit, diese Situation zu stellen. Ich habe es ja in der Form auch noch nicht gemacht. Deswegen ist das spannend. Neben dem Show-Ensemble der Grand Lady und den anderen Gastkünstlern müssen auch die Jungs vom Vox Club ran. Die 6 Sänger nehmen die Schlussprobe aber sehr gelassen. Sieht vielleicht von außen aus, als müsste man es groß proben, aber ich glaube, das ergibt sich Step für Step. Wir werden ja angesagt, dann wissen wir, wo wir hingehen sollen. Danach ist keine große Hexerei. Also, ich freue mich da jetzt drauf, auf die letzte Show nochmal mit den Gästen zu feiern. Und die Reise hat uns allen sehr, sehr Spaß gemacht. Und ein bisschen Wehmut auch dabei, dass es jetzt zu Ende ist. Im Gegensatz zur Probe, die noch immer nicht rund läuft. Genau, die kommt dann natürlich von der Seite, ja, die kommen dazu. Zeit, dass Künstlerchefin Katrin Wiedmann endlich dazukommt. Ihre Gastkünstler dieser Reise, Pepe Alvarez und Victor Castro. Sofort nimmt sie das Zepter in die Hand. Okay, lass uns das mal kurz aufstellen, ob wir es schaffen, dass wir in eine Reihe kommen. Die Zahl der Leute variiert natürlich jedes Mal. Jetzt haben wir die Vox Club dabei, es sind so viele. Also ich hoffe, dass heute Abend alle wissen, wo sie hin müssen. Und ich denke, sonst wird der Gast uns das auch verzeihen, wenn das vielleicht an die einen oder Stelle nicht ganz perfekt ist oder nicht ganz schön aussieht. Und sich freuen, dass einfach alle noch mal zusammen auf der Bühne stehen. Also noch mal von vorne. Ja, liebe Gäste, das war für Sie unsere Farewell-Gala. Bla, 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 bla. Derweil lässt Elisabeth noch immer federn, beziehungsweise von Chiara ihre Haare schneiden. Jetzt gibt es längst kein Zurück mehr. Ich bin gespannt, was meine Mama morgen sagt, wenn ich aus dem Flughafen aussteige und kurze Haare habe.
Chiara hat ordentlich was weggeschnitten. So, darfst du mal gucken? Elisabeths erster Blick in den Spiegel, skeptisch. Der zweite... Ist gut. Ja, hast du gut gemacht. Ich habe meine Haare abgeschnitten. Hat sie ganz gut gemacht, bin zufrieden. Habe ich nicht erwartet. Ich habe mit ihren Beschreibungen mit dem Schlimmsten gerechnet, muss ich sagen. Aber ich bin zufrieden, hat es sehr gut gemacht. Währenddessen schlendern Reiseleiter Bernd und der zweite Offizier Christian Baumann privat durch Santa Catalina. Das Szeneviertel von Palma ist wegen seiner vielen Bars und Cafés vor allem bei jungen Leuten hip und angesagt. Wir haben nicht so genau den Plan, was wir machen wollen. Da ist eigentlich ja der Weg das Ziel heute mal wieder. Genau, wir werden ein bisschen bummeln gehen, vielleicht eine Kleinigkeit essen, wenn wir was Nettes finden. Und dann wieder zurück zum Schiff. Genau. Bernd fliegt morgen nach Hause. Das wird für längere Zeit ihr letzter gemeinsamer Ausflug sein. Ihr Ziel ist die Markthalle von Santa Catalina, wo an 50 Ständen regionale Produkte wie Schinken vom Schwarzen Schwein oder Queso Mallorquin angeboten werden. Es gibt aber auch mehrere Stände für den kleinen Hunger zwischendurch. Na, guck mal, hier gibt's kleine Tapas. Das scheint ein guter Laden zu sein. Ist ja voll hier ohne Ende. Voll, ja. Wollen wir? Ja, klar. Ja? Wir sind ja in Spanien, oder? Ja, genau. Müssen wir Tapas essen. Kannst du Spanisch? Oh. Ja? Nee. Ich auch nicht. Nee. Ich glaube, das bekommen wir auch so hin. Ja, glaube ich auch. Was sieht denn gut aus? Tapa heißt Deckel. Die Spanier schützten früher ihr Weinglas mit einem Stück Brot als Deckel vor lästigen Fliegen. Irgendwann legten sie Käse, Wurst oder Fisch drauf. So entstanden die Tapas und sind heute ein längst über die Grenzen Spaniens hinaus populäres Zwischengericht. Das sieht doch lecker aus. Also ich meine, für 1 Euro das Stück, da können wir ja, wenn wir noch Hunger haben, bestellen wir uns einfach noch was. Guten Appetit, Bernd. Guten Appetit. Die Appetithäppchen gibt es in unzähligen Varianten. Dazu gehören Fleischklößchen, Speckpflaumen, frittierte Sardellen oder die Tortilla, eine Art Eierkuchen. Sehr gut. Lecker. Schmeckt richtig gut. Ja. Mhm. Wundert mich auch nicht, dass es hier so voll ist, der Laden. Ja. Ich glaube, ich muss gleich noch mal was bestellen. Für so eine kleine Tapa findet sich immer noch Platz. Ich finde, wenn man in Spanien ist, sollte man zumindest einmal die Gelegenheit haben, Tapas zu essen. Und das ist der letzte Hafen, bevor die Weltreise vorbeigeht und letzte Gelegenheit. Und du aussteigst. Im Gegensatz zu Christian, der an Bord bleibt. Naja, ich muss noch einen Monat länger arbeiten. Und deswegen ist ganz schön, dass wir heute noch mal zusammen rausgekommen sind. Wir haben ja auch was Leckeres jetzt gegessen. Genau. Und richtig. Der Bernd darf nach Hause ab morgen. Und das war jetzt noch mal ein schöner Abschluss, noch mal ein bisschen was zu essen, eine Kleinigkeit. So ein bisschen runterzukommen. Ich zumindest jetzt. Ich habe jetzt noch ein Stündchen, 2 Stündchen am Nachmittag zu arbeiten. Dann werde ich den Koffer packen und dann werde ich dann morgen auf Wiedersehen sagen. Ja, ja. Erstmal. Und ich hole ich dann in Hamburg ab. Ja, genau. An Bord der Grand Lady ist auch Katrin Wiedmann beim Kofferpacken. Die Künstlerchefin und Frau von Thomas Gleis fliegt morgen nach Hause zu ihrem gemeinsamen Sohn Leo. Der Kreuzfahrtdirektor hingegen muss noch für eine weitere Reise auf dem Schiff bleiben, bis die Familie wieder vereint ist. Das sind aber jetzt nicht deine Sachen, ne? Das ist jetzt für Ensemble. Das ist jetzt Arbeit, Kostüme, ja, die ich am 10. holen muss. Mhm. Am 10. Mai. Zeit, Abschied voneinander zu nehmen. Ja, wir haben mal wieder die 5 Tage nicht viel voneinander gehabt. Naja. Aber ein bisschen. Immerhin. Immerhin ein bisschen. Wir waren schön mal draußen zusammen. Also das war auch für uns, ich meine, Leo war nicht dabei und wir haben ihn jeden Tag vermisst, aber es war für uns auch mal, das kennen wahrscheinlich alle junge Eltern so nachvollziehen, mal, wenn das Kind nicht da ist und man wirklich, wenn man mal so eine Stunde am Tag gemeinsam hat, kann man sich auch mal hinsetzen und oder zusammen rausgehen, ohne gleich zu gucken, hast du die Windeln, hast du das Fläschchen, halt, stopp, nicht anfassen, Achtung, der hat sich das im Mund gesteckt. Und also man hat mal wieder Zeit, auch irgendwie miteinander zu reden und nicht immer nur quasi über Leo miteinander zu reden. Ne? Ihr fast 2-jähriger Sohn Leo war in den ersten Wochen der Südamerika-Reise mit an Bord. Eine besondere Zeit, in der die Familie trotz der beruflichen Verpflichtungen viel gemeinsam erlebt hat. Ist natürlich irgendwie schon ein komisches Gefühl, ohne ihn unterwegs zu sein. Mama und Papa sind nicht da, das ist tragisch. Ja. Aber das wird wahrscheinlich auch ein bisschen so weitergehen, weil gerade wenn wir so kurze Episoden oder wenn ich so kurz da bin, macht es oft keinen Sinn, ihn da mitzuschleppen und ihm das anzutun, diesen Ortswechsel und diese langen Anreisen und Abreisen und die vielen Menschen. Und das ist ja für ihn auch jedes Mal eine Verwirrung.
Für die Eltern also eine ständige Herausforderung, den Spagat zwischen Beruf und Familie erfolgreich zu meistern. In der Bordküche wird das Gala-Dinner für den Abend vorbereitet. Ein letztes Mal auf dieser Reise sollen die Passagiere der Grand Lady mit einem mehrgängigen Menü kulinarisch verwöhnt werden. Hauptthema in der Küche ist aber der neue Look von Praktikantin Elisabeth. Sind eigentlich alle sehr begeistert von meiner neuen Frisur. Alle, oh, du hast du die Haare geschnitten? Nee, natürlich nicht. Sieht nur komisch aus. Nee, sind eigentlich alle begeistert, sagen alle, sieht gut aus. Und einer hat gemeint, ich sehe viel jünger aus wie davor, aber sie wachsen ja wieder. Was sie nicht ahnt, heute wird es von den Kollegen noch etwas anderes als nur Komplimente geben. Bis dahin wird die Grand Lady aber längst den Hafen von Palma de Mallorca verlassen haben. Kapitän Morten Hansen delegiert auch das Auslaufmanöver an seinen Staff-Kapitän, damit er es besser machen kann als heute Morgen. Ja, das ist immer so, wenn du anlegen, musst du ablegen. Und keine Problem, das ist ein ganz einfaches Ablegmanöver. Und dann geht's raus, Süd um Mallorca und dann direkt in den Gulf of Lyon. Traumhafte Wetterbedingungen für heute Nacht und morgen. Es ist ein wirklich schöner Abschluss auf unsere Südamerika-Reise. Zum letzten Mal heißt es leinenlos auf dieser Reise. Von der Nock aus manövriert Staffkapitän Bojan Malev das Kreuzfahrtschiff, diesmal ohne Probleme, aus dem Hafen hinaus ins offene Mittelmeer. Auch für die sechs Jungs vom Vox Club ist es das letzte Auslaufen. Morgen geht's wieder nach Deutschland. Die Sänger blicken zurück auf eine turbulente Zeit. Es war geil. Es war für uns alle ein Abenteuer. Aber Erholung war es nicht wirklich, oder? Nein. Also jeden Tag Vollgas und tun und machen, das war toll. Also das bedeutet, wir müssen wiederkommen, um uns dann zu erholen. Ja, perfekt. Auf der Nock verabschieden sich auch Christian Baumann und sein Offizierskollege Nico Corini von Mallorca. Ja, wir schauen uns heute zusammen das Auslaufen an. Wir haben ja wachfrei im Moment. Und das ist auch zusammen unser letztes Auslaufen, weil Nico verlässt mich morgen. Er geht in Urlaub und ich kriege einen neuen Kollegen. Christian, der noch 4 Wochen an Bord bleibt, hatte eine gute Zeit auf der Südamerika-Reise. Mein absolutes Highlight auf der Reise war in Costa Rica, als wir beim Ziplining waren. Ich war echt froh, dass der Captain mich dorthin mitgenommen hat. Und den zweiten Offizier dazu brachte, kopfüber durch den Dschungel zu rauschen. Das war echt ein super Erlebnis, kann man gar nicht anders sagen. Und ich bin auch froh, dass ich neben der Arbeit die Möglichkeit hatte, ein paar Eindrücke zu sammeln, auch ein paar neue Eindrücke zu sammeln von Ländern, in denen ich noch nicht war. Also es war echt, ja, toll. Auch sie wollten auf dem Meer die Welt mit anderen Augen sehen und entdecken. Das war für die drei Praktikanten Elisabeth, Johanna und Andreas der Hauptgrund, wieso sie sich auf das Abenteuer Kreuzfahrt eingelassen haben. Morgen kommen wir im Hafen an und ich darf wieder nach Hause. Ich freue mich natürlich tierisch auf zu Hause. Ich bin mega froh, dass ich wieder nach Hause darf. Aber es ist auch einerseits ein bisschen traurig, weil man hat hier so viele schöne Sachen erlebt und man hat neue Kollegen kennengelernt, die einen dann doch irgendwie ans Herz wachsen und die man morgen alle hier lässt und dann alleine nach Hause geht, mehr oder weniger. Neben den beruflichen Erfahrungen, die sie auf dem Schiff sammeln durften, prägen vor allem die persönlichen Erlebnisse und Begegnungen diese gemeinsame Zeit. Also man gewöhnt sich gerade so ein in den 3 Wochen und wird jetzt quasi schon wieder dem Ganzen entrissen. Und das heißt dann so, ja, du darfst wieder heim, aber ich müsste da jetzt nicht unbedingt direkt wieder hin. Also ich fand es sehr schön hier und ich könnte jetzt auch noch irgendwo anders hinfahren. Morgen wieder irgendwo aufwachen, wo ich mich nicht auskenne und dann aufs Neue den Tag starten. Mit jeder Seemeile nähert sich diese Reise ihrem Ende. Ehepaar Aschenbrenner genießt noch einmal die Frühlingssonne zusammen mit ihren Kindern, die erst vor wenigen Tagen auf das Schiff gekommen sind. Ich bin sehr froh, dass wir nur nachfliegen haben dürfen, dass uns das auch noch ermöglicht wurde. Das ist, ja, da haben wir wirklich Glück gehabt. Und am Montag ist dann auch wieder Schule oder Arbeit. Und dann müssen wir wieder den Alltag zurückfinden. Jeder Traumurlaub ist auch mal zu Ende, gell? Und das, was dann bleibt, das ist die Erinnerung. Und die kann uns keiner nehmen. Das ist das Schönste. Aber wie man weiß, in jedem Ende liegt auch ein Anfang.
Für Küchenchef Sebastian Gnieder und sein 90-köpfiges Küchenteam heißt es, das Ende einer Kreuzfahrt ist der Beginn der nächsten. Doch heute kümmern sie sich erst einmal um das Abschlussdinner für die knapp 600 Passagiere. Und wenn es richtig heiß hergeht in der Küche, läuft der Küchenchef zu Hochform auf. Ja, es ist wenigstens mal lustig, es ist was los. Es macht mehr Spaß als normal, weil einfach alles schneller gehen muss. Aber ansonsten, es passt. Ja, ich bin hier von Double Step, ja. Jeder Handgriff muss jetzt sitzen. Das weiß auch Praktikant Andreas, der hier zum vorerst letzten Mal in der Schiffsküche arbeitet und richtig Spaß hat. Jetzt brennt auf die Luft, aber man muss das Beste daraus machen. Vollgas, mag ich gern. Das Besondere an diesem Galadinner ist, dass die Passagiere, bevor sie morgen vom Bord gehen, eine Bewertung für die Küche abgeben. Die Reisebewertungsbögen kommen in die Kabinen rein. Die Gäste kreuzen an, was hat ihnen gut gefallen, was nicht so gut. Wir wollen natürlich so gut wie möglich abschneiden. Und der letzte Eindruck ist natürlich jetzt das Galaessen, dass alles passt. Deswegen muss es heiß sein, gut aussehen, schmecken, schnell gehen. Damit wir dann wieder eine ruhige nächste Reise haben. Jetzt gehen aber erst einmal die fertigen Essen mit der Rolltreppe auf die Reise nach oben ins Restaurant Artania. Dort findet der Kapitänstisch statt. Gastgeber Morten Hansen und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis haben neben einigen Stammgästen auch das Pärchen Iris und Thorsten an ihren Tisch gebeten. Ja, ich bin natürlich besonders stolz, jetzt halt auch hier sein zu dürfen. In der großen Runde, das ist ein tolles Erlebnis. Ich habe gehofft, dass ich auch neben Morten sitzen kann. Das weiß man ja nicht, so alle schlagen sich da immer drum. Und mich hat es heute zum Glück auserwählt. Ich habe mich total gefreut. Für Iris und Thorsten ein perfekter Abschluss ihrer Kreuzfahrt. Naja, ein schöner, netter Tisch und auch mit den netten Gästen. So könnte nichts Besseres sein vor einem Ende auf eine 96 Tage um Südamerika Reise. Die Vorspeisen werden gereicht. Schade nur für den Küchenchef, dass weder Katrin Wiedmann noch Thomas Gleis sein Essen bewerten dürfen. Hervorragend. Das beste Pastetchen, was ich heute gegessen habe. Ist das Essen schmeckt richtig. Wie jeden Abend. Wie jeden Abend müssen auch heute die Mitglieder des Show-Ensembles ihr Bestes geben. Denn auch die Qualität der Shows wird zum Abschluss einer Reise von den Passagieren bewertet. Egal, wie viel Energie nach so langer Zeit noch vorhanden ist. Also ich glaube, wir alle haben nicht damit gerechnet, dass es wirklich so viel Arbeit war, die wirklich da auf uns zugekommen ist. Angefangen hat alles in Ostfriesland, vor über 6 Monaten auf dem Hof von Katrin Wiedmann und Thomas Gleis. Hier haben die 6 Tänzer und Sänger in wochenlangen Proben alle Shows für diese Reise einstudiert. Damals schien die Kreuzfahrt rund um Südamerika noch in weiter Ferne. Im Großen und Ganzen macht es wirklich sehr viel Spaß hier. Ob ich das jetzt in der Form nochmal machen werde, kann ich jetzt gerade noch gar nicht sagen. Also ich glaube, das muss man alles erstmal verarbeiten, wenn man dann irgendwann wieder zu Hause ist, weil es wirklich so eine intensive Zeit war. Den 6 Sängern vom Boxclub geht es da ähnlich. Sie waren zwar im Vergleich zum Show-Ensemble nur knapp 3 Wochen an Bord, haben diese Zeit aber auch intensiv privat nutzen können. Ich habe es total genossen, auch dass die Jungs dabei waren. Wir haben halt immer eine gute Zeit zusammen. Und diese Mischung aus ein bisschen frei und auch Musik machen und noch die Welt sehen, das ist das Geilste, was es gibt. Und ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen und dann wieder mal so eine Reise machen dürfen. Es war der erste Urlaub, den wir so lange gemeinsam gemacht haben. Ja, und ich freue mich schon auf den nächsten, was soll ich sagen. Aber vorher werden sie die Grand Lady noch mal richtig zum Schaukeln bringen. Viel frischen Wind haben in den letzten Wochen auch die beiden Küchenpraktikanten Elisabeth und Andreas in die Bordküche gebracht. Und dafür wollen sich die lieben Kollegen zum Abschluss bei ihnen bedanken. Den beiden schwant nichts Gutes. Sollten die beiden ein Glas Sekt oder ein Stückchen Torte erwartet haben, werden sie gerade kalt erwischt. Aber so eine bunte Dusche hat doch auch was. Hauptsache, sie kommt von Herzen. Das erste Mal auf dem Schiff,
Arbeit ist getan, sie gehen nach Hause, damit sie das schön in Erinnerung haben. War eine schöne Zeit. Und es kommt nicht von mir, es kommt von den Köchen. Die haben gesagt, sie wollen sich ordentlich bei den Jungs verabschieden. Das haben sie jetzt gemacht. Ich denke, das ist gut gelungen, ne? Also viel Spaß. Pack ich dir jetzt in deinen Kopf, oder? Ja, das liegt an dir. Schöne Sauerei. Und die neue Frisur ist auch erstmal hin. Aber vielleicht gibt es ja für Elisabeth doch noch ein Stück Torte. Ja, ich hab damit gerechnet. Sogar gleich eine ganze. Kriege ich eine Wasserdusche oder einen Kuchen ins Gesicht. Ich habe alles auf einmal gekriegt. Ja, ist Tradition hier anscheinend, wenn man das erste Mal auf dem Schiff ist. Die haben angekündigt, aber das ist so krass. So, jetzt haben die beiden ihr Fett bzw. ihre Torte abgekriegt. Durchaus gesitteter geht es in der Atlantic Lounge zu, wo gleich die Abschlussgala beginnt. Hinter der Bühne sind schon alle Künstler bereit. Viel Vergnügen mit dem Boxclub! Die 6 Alpenpopper machen auf der Bühne den Anfang. Wir sind Jungs, die heute leben und jetzt. Thorsten und Iris sind von ihren singenden Freunden begeistert. Na, na, na. Mit ihrem Mix aus Volksmusik und Pop kommen sie nicht nur bei den Aschenbrenners gut an. Sondern auch bei allen anderen Gästen der Show-Lounge. Und der nächste Act steht schon bereit. Freuen Sie sich auf das MS Atania Show-Ensemble und Kere! Easter singt eine spanische Ballade. Adamo und Marita tanzen dazu einen feurigen Flamenco. Das Ensemble gibt noch mal alles und ihre Chefin fiebert hinter der Bühne mit. Der Auftritt kommt beim Publikum gut an und die Künstler sind in erster Linie erleichtert. War ganz okay, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, wie lange wir schon da sind. Und da darf man auch nicht so selbstkritisch sein, wenn dann mal ein kleiner Ton daneben geht. Natürlich möchte man immer, dass es perfekt ist. Aber wir sind nun mal schon so viele Monate hier und super gelaufen. Ich kann zufrieden sein und alle anderen auch. Erleichtert und zufrieden, aber auch frisch geduscht sind die Crewmitglieder, deren Reise morgen in Marseille zu Ende geht. Johanna, Andreas und Elisabeth feiern mit ihren Kollegen in der Crewbar. Ja, also wie man sieht, der letzte Abend ist super, es sind fast alle Köche da. Also die meisten, wo es ist überwältigend, weil halt manche, die wo nie irgendwo hingehen, sind auch da. Und jetzt mit den Jungs nochmal den Abend ausklingen lassen, bevor man morgen nach Hause fliegt. Besser, glaube ich, kann es nicht sein. So geht es in diesem Moment auch ihrem Kollegen Andreas. Nur für Johanna hat der Abschied von den Kollegen einen kleinen Wermutstropfen. In der Küche habe ich heute eine kleine Dusche bekommen, war ein bisschen unerwartet. Und dass sie alle mitgemacht haben, dass alle dabei waren, also war echt cool. Also ich habe meine Jungs vom Carpenter Shop heute eigentlich auch eingeladen und es kam nur einer. Aber die Herren der Schöpfung sind halt auch alle schon ein bisschen älter und denen ist der Schlaf anscheinend wichtiger. Und es ist ein bisschen traurig, dass sie nicht mal für eine Runde Bier gekommen sind, aber die anderen hier machen so eine super Stimmung, deswegen ist es eigentlich trotzdem lustig. Und ich genieße den Abend und werde mich dann morgen nochmal von den anderen verabschieden. In der Show Lounge ist die Vorstellung zu Ende. Und alle Künstler kommen noch einmal auf die Bühne. Hoffentlich klappt jetzt, was sie nachmittags geprobt haben. Und nicht zu vergessen unsere 6 Energiebündel, der Rosso! Das klappt doch ganz gut. Die Künstler ihrer Reise! Unter dem Applaus der Zuschauer verlassen alle Künstler, auch der Vox Club, die Bühne. Wir haben jetzt ein paar Auftritte von ihnen gesehen. Es ist immer wieder schön, sie live zu sehen auch, weil irgendwie machen die echt gute Stimmung und das macht irgendwie Spaß, auch wenn sie aus Bayern kommen und wir aus dem Rheinland. Am nächsten Morgen erreicht die Grand Lady Marseille, den letzten Hafen, der auch der erste dieser langen Reise war. Hier in Marseille, der Kreis ist geschlossen. Die große Südamerika-Reise 2015 ist im finale Anlauf jetzt.
pünktlich zum Sonnenaufgang steuert Kapitän Morten Hansen den Hafen der südfranzösischen Metropole an. Hier hat er vor 96 Tagen von seinem Kollegen Jens Thorn das Kommando über die Grand Lady übernommen. Von Marseille aus ging es über den Atlantik nach Brasilien, Argentinien, Chile und Peru. Es folgten weitere exotische Ziele in Mittelamerika und der Karibik. Und heute Morgen endet hier die Kreuzfahrt, wo sie begonnen hat. War eine wunderschöne Reise. Besser kann man den Sticks machen. Da muss man nur sagen, danke, danke schön und dankbar, dass alles ist so gut und schön gelaufen. Für Morten Hansen bleibt vor allem der Besuch von Rio de Janeiro zusammen mit seiner Frau Waltraud unvergesslich. Ebenso wie ihr 50. Geburtstag, den sie gemeinsam an Bord gefeiert haben. Als Kapitän kamen für ihn Höhepunkte wie die Passage durch den Panama-Kanal hinzu. Und für Morten Hansen ganz wichtig: Kap Horn, genau wie im Katalog. Die anspruchsvolle Kap Horn-Umfahrung ist auch heute noch für jeden Seemann eine nautische Herausforderung. Wohingegen beim Rafting in Brasilien mit Fernanda Brandao definitiv der Spaß für den Kapitän im Vordergrund stand. Auch eine Besonderheit dieser Reise, das eingespielte Dreamteam Morten Hansen und Thomas Gleis war zum ersten Mal zusammen auf der Grand Lady unterwegs. Die beiden Freunde und Kollegen ziehen ein Fazit dieser gemeinsamen Kreuzfahrt. 22.100 Seemeilen, 106 Seemeilen, Thomas. Ohne Beule, wie immer. Ja. Also was mich immer wundert, du fährst einfach los oder wir fahren los. Und jetzt sind fast 100 Tage vorbei und es hat alles geklappt. So funktioniert mit dem guten Team, Thomas. Ja, ich weiß. Und das ist nicht immer so einfach, aber große Unterstützung von jedem und gemeinsam immer stark. Und das ist ja schön. Teamwork ist jetzt auch bei Familie Aschenbrenner gefragt. Du kannst dann für mich gleich mitbacken, gell? Du bist eh schon fertig. Jetzt brauche ich für Kinder nicht mehr backen, dann darf ich für Tino mitbacken. Mit seinen Suchen. Also so auf der ganzen Reise, was natürlich jetzt für uns eins von den Highlights war, das war, wie wir Kinder auf Madeira dann dazugekommen sind. Monatelang hatte ihr Mann diese Überraschung geplant und bis kurz vor Madeira dicht gehalten. Oh Mann! Vielleicht war das jetzt aufregend, ja. Von den Ausflügen hat mir ganz gut gefallen die Regenwaldwanderung. Für Andrea und Hans-Jörg war es die erste Fernreise ihres Lebens. Und die führte sie auf karibische Trauminseln wie St. Kitts, Guadeloupe, Curaçao und St. Lucia. Wir werden nur lang zehren davon. Dann ist es doch schön, wenn man zurückdenken kann und sagen kann, oh, das war einfach die Zeit meines Lebens. Auf Deck 1 ist Thomas Gleis auf dem Weg in die Schreinerei. Hier stellt Johanna gerade die neue Version des Bushaltestellenschilds fertig. Die Praktikantin ist gespannt, ob der Kreuzfahrtdirektor diesmal mit dem Ergebnis zufrieden ist. Wow, hallo. Fertig? Ja, diesmal von beiden Seiten und mit Bus. Shuttlebus. Hast du mal richtig Arbeit gehabt, oder? Ja, es ging. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, war das mit der Farbe. Die hat lange gebraucht, um zu trocknen. Und hier unten drunter haben wir auch noch eine Metallplatte gemacht. Ja, richtig schön. Danke. Ich danke dir. Ich habe gar nicht vermutet, was ich ausgelöst habe, als ich gesagt habe, müsst ein bisschen höher und zweiseitig. Also sie hat tatsächlich nur mal von vorne angefangen und sich eine Wahnsinnsarbeit gemacht. Finde ich ganz toll und ich finde es vor allem toll. Dieses Schild ist so handgemacht, das sieht jeder. Und egal, wo wir auf der Welt hinkommen und ich das Schild sehe, dann werde ich an Johanna denken. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Was bleibt von mir auf dem Schiff und wenn es dann die ganze Zeit um die Welt fährt und ich vielleicht mal ein Foto von Thomas kriege, dann werde ich mich auf jeden Fall freuen. Zwei Küchenpraktikanten aus Bayern freuen sich jetzt erst einmal nur auf zu Hause. Elisabeth und Andreas reisen ab. Bevor sie von Bord gehen, bekommen sie noch ihre persönlichen Ausweispapiere ausgehändigt. Und dann geht's endlich über die Gangway runter vom Schiff.
Mir geht's bestens. Ich darf heute nach Hause fliegen. Es ist ein geiles Gefühl, wenn man rauskommt, Papiere in der Hand hat, alles wieder bei sich. Ich habe endlich meine ganzen Dokumente wieder zurück. Das heißt, es ist wirklich so, dass ich nach Hause darf. Und es ist ein mega tolles Gefühl, wenn man an die Zeit zurückdenkt, was man alles erlebt hat. 96 Tage ist es her, dass Elisabeth an Bord gekommen ist. Nie vorher war sie so weit weg von zu Hause. Zu Beginn ihres Praktikums hatte sie vor allem Probleme mit ihren Englischkenntnissen. Aber sie hat fleißig gelernt, nicht nur die Sprache, sondern auch, wie es in einer schwimmenden Großküche zugeht. Sie war auf örtlichen Märkten in Nordafrika und Südamerika, wo sie komplett fremde Kulturen kennengelernt hat. Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz, sei es beim Baden mit Kollegen oder bei der karibischen Beachparty mit Äffchen. Das ist gerade das Highlight meiner kompletten Reise, diese Ablenkung. Selbst als Rockerbraut in Costa Rica machte Elisabeth eine gute Figur. Ich bin auf gerade die höllischen Qualen gestorben. Ja, also Schiff verändert einen auf jeden Fall. Mehr ins Positive als wie ins Negative. Zwei junge Bayern machen sich auf den Weg zurück in die Heimat. Ab morgen also wieder Berge statt Meer. An Bord ist es auch für Iris und Thorsten Zeit, sich zu verabschieden. Sie drücken noch mal ihre neuen Freunde vom Vox Club und Familie Aschenbrenner. Vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Klar, wir haben uns schon vorgenommen, Kontakt zu halten, weil es haben sich doch die ein oder andere Freundschaft eben ergeben. Und ja, wir hoffen natürlich schon, dass wir ein bisschen in Kontakt bleiben. Vor allem Hans-Jörg Aschenbrenner fällt das Abschiednehmen schwer. Ich bin schon ein wenig traurig, weil gerade jetzt mit der Verabschiedung, gell, das Abschiednehmen ist immer nicht schön. Und vor allem mit den Jungs da vom Ding, das war echt so super. Und das ganze Schiff. Das ganze Flair und das alles. Innerlich blutet mein Herz schon stark. Aber ich freue mich jetzt schon auf zu Hause auch wieder und auf die ganzen Lieben, die daheim geblieben sind. Und der Vox Club? Ich habe am Anfang der Reise gesagt, ich weiß nicht, ob es was für mich ist. Und ich fand es aber sehr beeindruckend, das Menschen hier. Also das war super, die Leute, die auf dem Schiff waren und dieses Miteinander. Das war sehr beeindruckend und sehr schön, dass das so gut funktionieren kann. Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Konzert, was wir geben durften. Ich glaube, das hat uns alle erstmal sehr überrascht, dass das so gut ankam und dass das irgendwie so gut rüberkam und wir unsere Musik hier, glaube ich, nochmal den ein oder anderen neuen Fan dazu gewonnen haben. Erika aus! So also verabschieden sich die Alpenpopper, wenn sie eigentlich nur sagen wollen, schön war's. Beim Kreuzfahrtdirektor gibt es klassisch zum Abschied ein Küsschen. Thorsten und Iris sagen Adieu. Nee, passt gut auf euch auf und dann seid ihr schon zu dritt und mit Kinderwagen dann. Das wird schon. Schön, dass ihr da wart. Ja, kommt von mir nach Hause. Vielen Dank nochmal. Man braucht ja den zwei nur in die Augen zu schauen, weiß, wie glücklich sie sind. Und es ist auch schön natürlich, dass unser Schiff, diese Reise für sie eigentlich die Grundlage für den Rest ihres Lebens ist. Sie werden uns nicht vergessen, wir sie auch nicht. Auf der Brücke hat sich Kapitän Morten Hansen ein sehr spezielles Abschiedsritual für seine Offiziere und Bootsmänner einfallen lassen. Sehr gutes Team auf der Brücke und ein bisschen Spaß muss auch sein. Aber ich weiß, ich kann mich verlassen auf meine Team, Herr Robin, und das ist sehr wichtig. Wir haben 8 Nationalitäten nur auf der Brücke. Und da bin ich sehr stolz, Kapitän zu sein mit diesen Jungs. Und bald heißt es für Kapitän Morten Hansen und sein Team wieder, leinenlos zu neuen Ufern.